Hallo, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Pulsiv. Ich hoffe, die Faschingsfete gestern, so Sie denn auf einer waren, war nicht zu doll. Sie liegen nicht mehr im Koma, sondern es geht Ihnen richtig gut und Sie haben Lust auf eine Stunde Pulsiv mit vielen interessanten Themen. Unter anderem gibt's heute bei uns Folgendes. Aus Transsilvanien, dem mythischen Heimatland Graf Draculas, kommt dieser Künstler Attila Bott. Nicht zu kopieren seine Methode, ein Balanceakt zwischen Talent und Zufall. Die Krönung der Werke, sie duften. Ab Mittwoch ist wieder Trubel in der Stadt. Berlinale und goldene Kamera locken beautiful people in Scharen an. Und was machen die Schönen und Berühmten nach Sonnenuntergang? Wir durchforsten das Berliner Nachtleben. Und wir wollen natürlich auch wissen, welche Filme, Stars und Regisseure in diesem Jahr Bärenfänger sein werden. Was sind die Highlights? Wer kommt wirklich zur Berlinale 1997? Attila Bott ist kein gewöhnlicher Maler. Statt mit Pinseln und Quasten werkelt er mit Spritzen. Auch das gibt es. Seine Werke haben etwas, was allen anderen Werken fehlt. Duft nämlich. Doch jetzt mal ehrlich, wie riechen wohl Rot, Grün und Blau? Wie konserviert man einen flüchtigen Hauch? Und im Grunde sei die Frage erlaubt, was soll das Ganze eigentlich? Die Andersartigkeit der Welt erfahren wir meist durch unsere Augen. Sie ermöglichen uns den Einblick in fremde Welten und helfen, uns unbekannte Perspektiven zu verstehen. Dass die Malerei eine Dimension zu wenig ist, behauptet der Künstler Attila Bott. Er mischt seine Farben mit natürlichen Duftessenzen. Rot kann nach Orchideen riechen und grün nach Gras. Seine Düfte entführen in verloren geglaubte Erinnerungen und helfen, Gefühlszustände auf- oder abzubauen. Ein patentiertes Verfahren sorgt dafür, dass die Farben auch noch nach Monaten ihre duftende Wirkung nicht verlieren. Der sich selbst als avantgardistischen Visionalisten aus Transsilvanien bezeichnende Künstler arbeitet mit Spritzen und Kanülen. Pinsel und Farbpaletten sucht man vergebens. Ein Vlies sorgt für das kontrollierte Verlaufen der Farben. Er nennt es Piaguatismus. Der 50-jährige Künstler möchte mit seinen Bildern auch therapeutische Wirkung erzielen. Wohlbefinden, Stressabbau und Kreativität, aber nur durch Farben, die mit dem richtigen Duft kombiniert wurden. Ich habe die Assoziation gemacht zwischen Blau und Lavendel. Und Lavendel ist eine sehr dynamische, sehr, sehr starke Farbe mit sehr viel für Kreativität, für sehr aggressiv, aber ein positiver Weg und eine sehr aktive Duft. Seine Bilder sind wie eine Symphonie der Sinne, denn, so meint der Künstler, seine Werke wären ohne Duft wie ein Diamant ohne Glanz. Und hier habe ich es jetzt, das, was Sie gemalt haben für uns, Puls TV, Tag Attila Bott, schön, dass Sie bei uns sind. Und es duftet immer noch ganz zart. Ja, aber ich habe auch natürlich ein Geheimrezept sozusagen. Und das habe ich auch entwickelt mit Formel, richtige Formel. Und ich habe natürlich sehr viel studiert und mein Studium ist abgeschlossen jetzt. Und ich bin sehr froh, dass heute kann ich das hier präsentieren. Und außerdem, dass diese Bilder haben auch einen sehr viel Effekt auf unsere Psychologie, Körper und Geist. Das heißt, Ihre Werke, die haben auch einen therapeutischen Wert. Wie sieht der aus? Genau, das hat auch, aber ich bin nicht ein Therapeut, ich bin nur ein Künstler. Aber ich möchte gerne meine Kunst transportieren auf mehr als Kunst, nur mehr in eine Mehrdimensionalität, in verschiedene Töne, aber auch nicht nur mit den Farbtönen, sondern auch mit den Dufttönen. Wie sind Sie denn aber jetzt darauf gekommen? Oh, das war ein Zufall. Und zwar, das habe ich dann immer gearbeitet mit diesen Farböle und verschiedenen Farbpigmenten. Und dann natürlich manchmal bekommt man Kopfschmerzen. Oder. Und ich habe gesagt, dann muss ich etwas ausdenken, meinen Raum ein bisschen bedüften. Und ich habe dann diese Düfte dann zusammengemischt und versucht, also erste Experimente. Da war es nur mit Duft, einfacher Duft. Und dann, ich habe versucht, in drei Richtungen zu arbeiten, und zwar Duft, Aroma und ätherische Öle. Und wir wissen schon, ätherische Öle haben sehr viel für unsere Gesundheit.
und für unsere Psychologie. Zum Beispiel Lavendel, nur kann ich kurz ein Beispiel geben, sie hat 260 Wirkungen und es ist eine faszinierende Welt. Haben Ihre Bilder Namen? Ja, die haben Namen natürlich, die sind nicht namenlos, aber die hat immer die Namen in Assoziation mit der Duft. Also die, zum Beispiel hier ist Orchidee. Mhm. Und das ist eine Aussicht ins Paradies. Also das ist eine, kann man das hier sehen, mhm, und riechen. Natürlich das. Und die andere, das ist ein mikrobiologisches Netz. Und das ist auch mit diesen Augen, da kann man aufmachen. Und das heißt mikrobiologisches Netz. Wer kauft Ihre Bilder? Ja, die sind sehr, sehr aufgeregt. Die Leute kaufen. Also das interessiert immer mehr und Resonanz ist sehr groß. Und meine Arbeit ist sehr intensiv und ich bin sehr froh wegen das eigentlich. Es kauft ganz verschiedene Leute, also von Geschäftsleuten bis alles Mögliche. Und Sie können davon leben? Natürlich, ich bin ein freischaffender Künstler und ich mache mein Leben auch durch diesen Duft auch noch angenehmer und ich versuche mein Bestes, meine Kunst in Multidimensionalität zu bringen. Sie haben auch anderes vor, zum Beispiel eine Hommage an Maria Callas? Ja, genau. Ich wollte das nicht noch verraten, aber das ist ein großes Projekt mit einer Sängerin, die heißt Latilia Ronrico und ich möchte dieses Hommage wirklich für eine Legende wie Maria Callas und ich hoffe, das klappt alles mit dem Sponsor und die ganze. Und dann träumen Sie noch von einer Duft-BZ? Ja, das werden wir irgendwie zusammenkriegen. Ich denke, das läuft schon. Attila Bott hat uns Duft- und Musikkassetten mitgebracht zum Verlosen. Wie wirken die, wenn man die hört? Ja, das ist so, zum Beispiel, hier haben wir Duft, haben wir Gras, mhm, Farbe grün als Erkennungskassette und dann das riecht zum Beispiel wie Gras. Können das Sie muss probieren? Ich jetzt mal austesten, ob das selber wirklich wie Gras. Genau. Ja, es duftet. Ob es jetzt direkt nach... Aber es duftet. Es duftet Gras. Hier muss man... Ah, da vorne ja, riechen. Da. Ja, stimmt, das riecht nach Gras. Krass. Macht das Hören noch viel interessanter. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Und wenn Sie die Kassetten haben möchten, können Sie uns anrufen. Wir verlosen die unter 0138 23 85. 0138 23 85. Und Ihnen wünsche ich viel Erfolg für die vielen Projekte, die Sie noch vorhaben. Ich bedanke mich. Jetzt reden wir über Duftemusik. Mehr als 50 goldene und Platinplatten hat diese Formation, die ihren Namen zum Motto gemacht hat, reingeholt. Was sein wird, wird sein. Oder auch Vaya con Dios. Franziska Stasek über ein musikalisches Phänomen. Vaya con Dios, bescheidenen Anfängen von